Erbes der UNESCO und ein Hauptanziehungspunkt für Kunstbegeisterte aus aller Welt. Besuchen Sie doch einmal die berühmte Büste der Nofretete. Bewundern Sie griechische und römische Vasen sowie den beeindruckenden Pergamonaltar aus Kleinasien. Ausgestellt sind auch Gemälde von Caspar David Friedrich, Adolf Menzel, Max Liebermann und vielen anderen. Die ägyptische Sammlung, eine Münzsammlung, eine Sammlung byzantinischer Kunst und das legendäre Ishtar-Tor von Babylon. Hier gibt es fast nichts, das es nicht gibt. Man würde Tage brauchen, um sich alles anzusehen. Um es Besuchern zu ermöglichen, die Highlights der Museen auch in kürzerer Zeit zu besuchen, ist geplant, die Museen unterirdisch miteinander zu verbinden. Nach der Nationalgalerie passieren wir nun die Rückfront des Pergamon-Museums. Die nächste Brücke ist eine Bahnbrücke, ausschließlich für Regional- und ICE-Züge sowie die S-Bahn befahrbar. Dahinter taucht links die Front des Bode-Museums auf, benannt nach Wilhelm Bode, einem Mitbegründer des damals modernen Museumswesens. Wilhelm Bode wurde auch Bismarck der Berliner.